Bei schmerzhaften Hallux-Valgus-Symptomen wie Druckstellen im Schuh oder Schmerzen beim Laufen ist die operative Therapie indiziert, sobald konservative Therapien ausgeschöpft sind. Die Hallux-Valgus-Korrektur beinhaltet in der Regel eine Knochenumstellung. Wir verwenden hier einen L-förmigen Schnitt, wobei das metatarsale Eingelenk dadurch trennt und danach verschoben wird, damit die Flexor hallucis longus Sehne über dem Gelenk zentriert werden kann. Anschließend wird der Überstand, der häufig im Schuh drückt, entfernt, damit dieses Problem behoben ist. Nun werden die beiden Fragmente mit zwei kleinen Schrauben fixiert. Hier sieht man das Ergebnis 6 Wochen nach der Operation und 41 Monate nach der Operation.